Hallöchen auch meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Curio Society 3 Zeit der Rache. Wir sind jetzt im Jacks Versteck und Jack flüchtet die ganze Zeit. So viel zu diesen biomechanischen Agenten. Ja, jetzt tue ich noch große Sprüche kloppen, aber wenn es dann Angesicht zu Angesicht steht, dann sieht das Ganze schon anders aus. So, hier haben wir auch noch was wir noch nicht haben. Ich kann aber nochmal zurückgehen, hoffe ich mal. Weil wir haben doch hier noch irgendwas gehabt, wo wir was einstanzen mussten. Warte mal, die Karte hilft uns doch bestimmt. Genau, hier oben war ja was noch. Nämlich hier. Und haben wir einen Kristall haben wir bekommen. Der ist jetzt aber nicht für das hier, nee. Hätte mich auch gewundert. Das hier? Auch nicht. So. Ja, jetzt müssen wir aktuell eigentlich einfach nur durch den Durchgang, weil aktuell können wir hier nichts machen. Hier fehlt immer noch eine Kombination. Einen Code. Hier brauchen wir irgendwas zum Aufheißen. Das wird nicht der Kristall sein. Hier ist auch keine Film oder so. Gehen wir mal hier weiter. So stubborn, but for the wrong reasons. What a shame. I just discovered something interesting about my gun. Do you want to know what it is? Of course you do. If it overloads, it'll blow up and drain the life from everyone in the city. Further, if I'm lucky. I didn't plan to die this soon, but I suppose I don't have a better option. And if I'm going, I'm taking as many with me as I can. Das war nicht gerade die Antwort, auf die ich gehofft habe, aber er ist verrückt, wenn er glaubt, dass ich ihn das durchgehen lassen werde. Ja, das stimmt allerdings. Wir werden das schon zu verhindern wissen. Ich glaube, die Waffe ist aber dann noch nicht fertig. Ja, da fehlt noch was. Linsen für mein Zepter werden aus Kristallen wie diesen her gemacht. Die Quelle wird sehr heiß im natürlichen Kohlezone. Ich kann hier sogar etwas schmelzen. So, dann haben wir das schon mal. Und das werden wir sowieso aufhalten, der wahnsinnige. Fehlt aber trotzdem noch ein Werkzeug hier und da auch was. Der müsste uns eigentlich ja aufhalten, weil. Okay, das Teil nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Und hier müssen wir noch. Das können wir auch noch mitnehmen. Und das muss erstmal abkühlen. So, dann kann ich wahrscheinlich erstmal das Rätsel machen. Bumerang. Wow, das für einen Bumerang. Nächstes Rätsel. What?
Bitte gern auf leicht. Und was muss ich machen? Bewege die grünen Kacheln zur rechten Spalte. Die Kacheln können nur über ein passendes Bild platziert werden. Die Züge sind limitiert. Och, ernsthaft? Na, hoffentlich geht das so auf. Wie ich so es mache, weil normalerweise wäre es so logisch. Ich glaube, ich habe jetzt schon einen Fehler gemacht. Ich hoffe, es geht so auf, wie ich es mir vorstelle. Ich glaube eher nicht. Er war auf dem richtigen Weg, glaube ich. Das wird so nix. Erneut. So, jetzt mal ganz ruhig. Das war jetzt schon wieder ein Fehler. Ich bin gerade echt ein bisschen begriffsstutzig, kann das sein? Also sorry, wenn ich ein bisschen schweige und so, aber ich konzentriere mich gerade extrem. Und das alles für einen Sechskantschlüssel. Wofür war jetzt der Sechskantschlüssel gut? So, jetzt da bekommen. Wasserflasche, okay. Okay, scharfer Bumerang. Ja klar, der will jetzt die Stadt in die Luft sprengen und ich mache ein Wimmelbild. Das ist ja typisch. Ist ja typisch. Ich bin nicht mal... Okay. Was kann ich denn... Ah. Hierfür? Okay, was ist hier? Hierfür. Das Auge wird blinken, wenn ich eine steife Prise erzeuge. Eine steife Prise vor allem. Und jetzt brauche ich bloß noch die Krone. Was sieht denn hier an der Krone ähnlich? Hallo, Krone, wo bist du? Ach da, die
Das meinen die mit Krone. Muss ich die Krone jetzt schon rausnehmen hier? Biogefahr, Prothese. Ein Zirkel. Wo war der jetzt? Ach, da hinten ist der Zirkel, glaube ich. Dann die Lupe. Das Metallauge. Zahnräder, Brille, Messer, Batterie und Uran. Uran? Uran. Seht ihr, ich kann auch mal Wimmelbild machen, ohne dass ich viel Gewinn mache. So. Dann wieder zu Jack. Jack und die Bohnenstange. Ein Plan verläuft. Hä? Soll ich das Wasser da drauf kippen? Und was soll ich mit den Armen machen? Fehlen ein paar Teile. Okay, dann kann ich das hier schon mal machen. Okay, dann haben wir ein Zahnrad bekommen. Das Ding ist aber leider immer noch nicht fertig. Fehlt aber immer noch was. Hat hier irgendwas eine Batterie gebraucht? Ah ja, hier kann ich den Sechskantschlüssel nutzen. Und da kann ich die Batterie reintun. Oder erst in die Hand nehmen und dann die Batterie reintun. Ein Infrarotlichtlampe. Nur die Frage, wo brauche ich das jetzt? Hier? Da muss ich nochmal hin. Ah, wegen den Fingerabdrücken wahrscheinlich, ja? Was? 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 Ist es jetzt entweder 14058 oder 74058? Ich teste mal das erste, was ich denke. Aber sehen wir es mal positiv. Bis jetzt kein Sammelobjekt ausgelassen. Und lass mir raten, ich soll mit der mechanischen Arm da reinboxen. Das ist neu. Was ist das? Eine Art Schild. Leicht bitte. Info. Findet die Teile, um das angezeigte Symbol aus den unterstehenden Bildern zusammenzusetzen. Okay. Alter, ist das jetzt dein Ernst? Okay. Und wenn ich es falsch... Ja, wenn ich es falsch mache, darf ich wieder von vorne anfangen. Ja, jetzt darf ich wieder von vorne. Also das haben sie schlecht gemacht, Entschuldigung. Ich will nicht meckern oder so. Aber dass man, wenn man einen Fehler macht, komplett nochmal von vorne anfangen muss, das ist lachhaft. Immer freundlich bleiben, immer schön winken. Und das ist der Endkampf. Das werde ich jetzt ganz bestimmt nicht überspringen.
Sorry, Freunde. Ich werde es überspringen. Okay, hat noch eine Runde offen. Alter. I'll go down as the most brilliant engineer in history, and you'll just be a faceless pawn in Albert's game. If you think this is a victory, think again. Thank you, Agent. I didn't doubt you for a moment. Now, if you ever need help again, my doors are always open. Exemplary work, as always, Agent. Now we can return the life energy Jack stole from his victims. Glückwunsch, du hast das Hauptspiel abgeschlossen. Nun kannst du das Bonuskapitel spielen. Die findest du in Hauptmenü unter Extras. Ja, da haben wir jetzt das Hauptspiel von der Curry Society, Drei Zeit der Rache, gespielt. Und jetzt dürfen wir in Extras das Bonuskapitel spielen. Da gehen wir jetzt auch mal rein. Weil ein paar Minuten haben wir noch. Vincent, I'm sorry to bother you, but something terrible has happened. Professor Maxwell has been arrested. They suspect him of being responsible for something terrible happening in the city. If he's found guilty, they'll cut his life support. Please come to the research center. We need your help. So einfach nicht. So können einfach nicht. Sie können einfach nicht friedlich arbeiten. Ich werde herausfinden, was hier passiert ist. Naja, das werden wir machen. Treff dich mit Vincent. Und haben auch schon Wimmelbild. Das machen wir auch mit Alberts Mütze sogar. Ja, ich nehme das jetzt. Ich mache das jetzt nicht so, dass ich jetzt ein extra Video jetzt nochmal mache dafür. Sondern ich nehme das jetzt ein bisschen mit rein. Ich hoffe, euch ist das genehm. Okay, habe ich einfach alles abgebissen oder was? Was denn? Dienstmarke? Ja, Laserblaster, den müssen wir so mitnehmen. Könnte die Dienstmarke sein. Da? Da ist die Dienstmarke. Dienstmarke. Feder, Hut, Revolver, Dienstmarke, Lupe, Fingerabdruck. Nicht nervös werden, du hast Zeit. Wenn es ein paar Minuten länger hat, das Video, ist nicht schlimm. Da war der Fingerabdruck, oh Mann. Ohrenstöpsel, Brille, Kamera, Umweltradio, irgendwas gelesen und Eule. So, da haben wir einen Sechskantschlüssel. Na du? Okay, da haben wir leider noch kein Benzin dafür. Ist ja gut, weil die Christenwürstchen. Achtung!
Eine Stadt im Chaos. Bewohner können ihren Ärger nicht mehr kontrollieren. Der Bürgermeister verkündet, dass es alles in der Macht ist und tritt kurz darauf aus seinem Amt zurück. Was geht hier vor sich? Ich sollte der Sache mal auf den Grund gehen. Und dich können wir wahrscheinlich so mit den Seskan-Schlüsseln nicht befreien. Und da fehlt ein Arztzeichen. Okay, da fehlt eine Statue auf jeden Fall. Die wir jetzt gerade schon gesehen haben. Da brauchen wir den Seskan-Schlüssel. Nicht das mit und die... Hier ist vielleicht noch etwas anders. Ich muss etwas finden, was ich hier, was mir wieder weiterhilft. Ja, das können wir versuchen, ja. Das kann ich bei der Eule machen. Ich kann hier aufmachen. Und da ist eine 1 von 2 Sicherungen. Ja, ist gut. Ich will das jetzt wieder raus. Soll ich, hallo? Spiel, ich will hier wieder raus. Was muss ich denn noch machen? Hallo? Ich will das wieder raus hier. Habe ich jetzt einen Bug ausgelöst? Lol. Warte mal, da gehen wir mal ganz kurz ins Menü. Gehen wir da auf Extras, auf Bonuskapitel. Was soll das jetzt für eine Rotze? Entschuldigung, wenn ich das so sage. So, meine Freunde, dann sehen wir uns im nächsten Part vom Bonuskapitel von The Curious Society 3, Zeit der Rache. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und wir haben alle Sammelobjekte gefunden. Tschüss.